des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Bisher bei God of War. Kratos ist in diesem Spiel sehr traurig, wegen seiner verstorbenen Frau Faye. Die war zwar schon im letzten Teil tot, aber hier ist er deswegen jetzt noch trauriger. Hier, ich habe dir ein paar Pfeile gemacht, damit deine Endlosmunition nicht ausgeht. Atreus hat diese eigenartige magische Kugel, die erst viel später erklärt wird. Jetzt fummelt er nur an ihr rum, um euch neugierig zu machen. Das Symbol ist nicht weit. Keine Ahnung, warum sich Kratos außerhalb des Schutzkreises aufhält. Wahrscheinlich nur, damit diese Begegnung stattfinden kann. Außerdem, in meinem 2018-Video zum letzten Teil sagte ich, dass ich mich auf die Bosskämpfe mit Freya in der Fortsetzung freue. Das war natürlich ironisch gemeint, weil es im letzten Teil sehr an abwechslungsreichen Bosskämpfen mangelte. Es gab viele Trolle in unterschiedlichen Farben, einen Drachen und jede Menge Baldur. Der ist jetzt allerdings tot und Freya sühnt nach Rache, wird später aber drüber hinwegkommen und sich mit Kratos verbünden. Seht ihr? Sie lässt ihn sogar entkommen. Das ist der Wolf Fenrir. Er ist, so wie die Weltenschlange, ein Kind Lokis und dürfte deswegen gar nicht hier sein. Fenrir stirbt und das ist traurig. Auch sonst sind hier viele einfach sehr traurig. Es ist überhaupt ein trauriges Spiel, was ich sehr traurig finde. Der Krieg kommt! Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Die haben aus der ganzen Loki-Geschichte um Atreus einen pubertären Selbstfindungstrip gemacht. Aber dazu später mehr. Nun bekommen wir Faye, Kratos' verstorbene Frau, zu sehen. Etwas, worauf man im letzten Teil bewusst verzichtet hat und deswegen auch gut war. Hier müssen wir aber insgesamt 3 Flashbacks mit Faye miterleben, weil die Autoren der Meinung waren, dass die Beziehung zwischen den beiden erklärt werden muss. Zu erklären, warum Faye überhaupt starb, hielten sie allerdings nicht für nötig. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Jetzt erfahren wir, dass Fays Schutzkreis bereits existiert, obwohl sie ihn erst in einem späteren Flashback kurz vor ihrem Tod erstellt hat. Dann sehen wir auch, dass Kratos ihr dabei sogar geholfen hat, was bedeutet, dass er vom Schutzkreis wusste, obwohl er im vorherigen Teil nichts davon wusste. Fay hat sich gerade in Luft aufgelöst. Alles, was man tötet, egal ob Mensch oder Monster, zerfällt zu Staub. Aber alles, was nicht durch uns stirbt, liegt in der Gegend herum. Zahlreiche Souls-Flashbacks wegen das hier. Atreus, wo bist du? Atreus/Loki ist als Bär äußerst gut im Hardcore-Schleichen trainiert. Atreus! Kratos nennt seinen Sohn Atreus jetzt immer Atreus und nicht wie im vorherigen Spiel die ganze Zeit Junge. Das hat er so oft getan, dass sich das Internet darüber lustig gemacht hat. Jetzt nennt er ihn so gut wie nie Junge, was irgendwie fehlt. Dafür nennt Mimir Kratos jetzt ständig Bruder, was irgendwann nervt. Man kann es aber auch keinem recht machen, oder? Außerdem, ich werde Atreus/Loki für den Rest des Videos allerdings Junge nennen. Zum einen, weil es mir fehlt und zum anderen, weil ich keine Lust habe, immer Atreus/Loki zu sagen, wenn ich von ihm rede. Nur weil er sich nicht entscheiden kann, wer er jetzt ist oder sein möchte. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Aber du hast es im vorherigen Teil vermutet, also sei nicht so überrascht. Es war keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Schon wieder ein trauriger Moment. Es scheint so langsam ein Trend der Unterhaltungsbranche zu sein, alles traurig und depressiv zu machen. Besonders bei PlayStation-Exklusivtiteln. Wer bist du? Ich bin der Cliffhanger aus dem letzten Teil. Jetzt habe ich Thor aus Avengers Endgame Flashbacks. Der Tisch in der Mitte des Raumes stand vor einer Minute noch nicht da. Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Vielleicht Frieden? Odin besucht Kratos, um ihm zu sagen, dass er eine große Schuld wegen Baldur trägt, um ihm anschließend Frieden anzubieten. Weißt du Bescheid? Such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Aber du bist doch hergekommen, um zu streiten. Bisher hat hier keiner nicht mal ansatzweise an dich gedacht. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Das sagst du jetzt nur, um zu provozieren, dass Junge weiter nach Tyr sucht, damit später auch dein Trick funktioniert. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Aber Schnee ist weiß. Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Er hat Freya gerade als seine Ex bezeichnet. Ziemlich moderner Sprachausdruck für solch eine Geschichte. Fehlt nur noch, dass jemand okay sagt. So wie in Ringe der Macht. Na, was sagst du? Thank you.
Erstens, Odin hat keinen Grund, Kratos entgegenzukommen. Zweitens, Kratos lehnt das Friedensangebot von Odin ab, sagt aber später immer wieder, dass er keinen Krieg will. Der Bosskampf gegen Thor ist gut, aber nicht so gut wie einst gegen Baldur. Dennoch muss ich hier ein Lob aussprechen und sagen, dass es höchste Zeit wurde, wieder Bosskämpfe mit unterschiedlichen Bossen zurückzubringen. Oh nein! Ich sage, wann wir fertig sind. Thor schlägt Kratos nieder und das Spiel trollt uns, indem es so tut, als wäre Kratos tot. Was für eine erfrischende Idee. Musste schmunzeln. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Komm, das musst du dir ansehen, Klischee. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Ja, weil Kratos das Friedensangebot von Odin ablehnte. Übrigens ohne einen Grund dafür zu haben, aber der Plot muss ja irgendwie ins Rollen kommen. Die Schreine, die im vorherigen Teil noch bemalt waren, um Geschichten und Geheimnisse zu offenbaren, bekamen ein Upgrade und machen dies nun mit digitalen Effekten. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr. Wenn er zu Ragnarök da ist, heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Das ist eine gute Frage. Laut Edda ist Tyr bei Ragnarök zugegen, stirbt aber zusammen mit Odin, Thor, Freyas Bruder Freya, Heimdall und Loki. Aber hier würde es anders ablaufen, was eine ganz andere Sünde ist. Trotzdem vergebe ich hier schon mal einen Punkt, damit wir später nicht vergessen. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Bevor sich Kratos und Junge auf den Weg machen, Tyr zu finden, wird uns die zentrale Basis in diesem Game vorgestellt, Sindris Haus. Funktioniert in etwa wie Tyrs Tempel im vorherigen Teil. Ist nett gemacht und für Brock und Sindri muss ich natürlich 2 Punkte abziehen. Svartalfheim, ha, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir, das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dülin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Klingt nach Berlin. Das Reisen in die verschiedenen Welten hat auch ein Upgrade bekommen, ist aber nach wie vor Yggdrasil als hübsches Loading Gate. Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Verschwunden ist sie nicht, nur auf der anderen Seite. Wir benutzen sie später, am Ende des Abschnitts, um wieder zurückzugelangen. Och, könnten diese Pflastersteine reden. Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Gib ihnen einfach FFP2-Masken. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. 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 Er hat es nach dem Schießen gesagt. Oh Mann, die haben Bear McCreary damit reingezogen. Naja gut, der hat ja auch die Musik hier komponiert und da darf er ruhig als Zwergenbade ein Cameo bekommen, oder? Punktabzug für den Soundtrack an der Stelle. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Sindri ist irgendwie an Jack Sparrows Kompass gekommen. Diese Züge fahren einfach so von alleine los. Man muss weder einen Knopf drücken noch einen Hebel betätigen. Sowas braucht man hier nur zum Bremsen. Wow, ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Junge ist immer noch gut darin, das Schicksal einfach so herauszufordern. Sindri erscheint noch immer zur richtigen Zeit, um Kratos und Junge mit dem auszustatten, was sie gerade brauchen. Auch die Boote in der Mine fahren wie die Züge von ganz alleine. Jetzt, wo wir Tyr gefunden haben, werde ich ihn für den Rest des Videos nicht Tyr nennen. Zum einen, weil sich kurz vor Ende herausstellt, dass Tyr eben nicht Tyr ist und zum anderen, weil er den gesamten Rest des Spiels komplett nutzlos ist, was ja auch daran liegt, dass er ja nicht Tyr ist. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Was nicht notwendig ist, aber das gehört zum Plottwist gegen Ende. Jetzt sollen wir nur glauben, dass nicht Tyr Tyr ist und uns vom Acker machen. Wenn man plötzlich den Sidekick steuert, der mit Pfeil und Bogen in einer Winterlandschaft kämpft, bekommt man zwangsläufig The Last of Us Flashbacks. Eisenwald. Was ist das?
Die Weltenschlange legt Junge den Floh ins Ohr, dass er zum Eisenwald muss. Da kommt er auch noch hin, was allerdings nicht sein Problem löst. Im Gegenteil, er bekommt ein weiteres dazu. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Aber gegen Kratos kämpfen ist kein Problem, was? Obwohl Odin jetzt ein größeres Problem ist und sie es weiß. Genug! Freya schickt Junge weg, obwohl sie keinen Grund dafür hat. Er hat ihr deutlich mehr Informationen gegeben, als sie eigentlich hatte. Wirklich? Jetzt? Selbstverständlich. Das Spiel stellt dir Gegner in den Weg, wenn immer es kann. Entwickler nennen das Hardgating. Damit soll der Spielfluss verlangsamt werden, damit man sein Ziel nicht so schnell erreicht und länger mit dem Game beschäftigt ist. Dieses Spiel ist darin sogar Weltmeister. Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Das ist eine valide Ausrede. Klappt immer. Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim. Ich auch. Und was ich auch hasse, ist das Recyceln von Orten, an denen wir schon im vorherigen Spiel waren. Vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Was ich an diesem Spiel liebe, ist diese visuelle Comedy, die sich oft im Hintergrund ganz subtil abspielt und man schon genau hinsehen muss, um es mitzubekommen. Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Für diesen originellen Charakter muss ich noch einen Punkt abziehen. Alleine schon, weil er erheiternd ist und man mit sowas einfach nicht rechnet. Beim Rabenbaum kann man Rüstungsteile erhalten, wenn man dafür genug Raben getötet hat. Was leider auch überflüssig ist, da wir, wenn alle Raben gefunden wurden, diese Rüstung ja nicht mehr brauchen. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Wenn das so ist, dann ergibt die Philosophie des vorherigen Puzzles ja gar keinen Sinn. Nein, Kratos, wir wiederholen jetzt nicht den Flashback aus dem vorherigen Teil. Wir haben uns nun durch ein recyceltes Level gekämpft, um einen Hinweis in einem Schrein zu finden, der sich am Ende des besagten Levels befindet. Auch darin ist dieses Spiel Weltmeister. Alles so lang wie möglich strecken und damit das Pacing massiv zu verlangsamen. Eisenwald? Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Die mythische Zuflucht der Riesen. Seltsam. Also in Jötunheim? Einige Riesen dachten das. Doch Eisenwald gibt es nicht. Es ist eine Idee, ein symbolisches Paradies. Es ist nicht real. Klingt nach Bielefeld. Hey, Thiel, wir haben es gesehen. Dich. Du kämpfst in Ragnarök. Ich kann nicht. Thiel, also der echte Thiel, kämpft und stirbt bei Ragnarök. Aber nicht hier. Hier sagt man, scheiß auf die Vorlage, wir machen unser eigenes Ding. Wer das auch ist, ganz egal. Aber zum ersten Mal wissen wir etwas und Odin nicht. Haha, wenn du wüsstest. Verdammt! Junge fällt ins Wasser und muss von Kratos gerettet werden, weil er nicht schwimmen kann. So wie es Ellie in The Last of Us 1 nicht konnte. Du solltest essen. Manche schwören darauf. Sie tun sogar täglich. Ich habe sogar mal gelesen, dass man es mehrmals täglich machen sollte. Darf ich dir den besten Rat für den heutigen Tag und vielleicht immer geben? Schlaf. Dann klärt sich all der Ärger, der deinen Kopf belastet. Ist wohl auch eine Anspielung darauf, dass wir im folgenden Abschnitt einschlafen werden. Junge hält einer dieser mysteriösen Murmeln und träumt sich buchstäblich in den Eisenwald. Ein Ort, der nicht real ist und nicht existiert. Weil Plot. Von mir aus. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Aufhören! Loki ist eigentlich der nordische Gott des Unfugs. Hier scheint er jedoch Unfug mit sich selbst zu treiben. Diese Figur aus der nordischen Mythologie wird Ihnen präsentiert von Netflix. Außerdem, das ist Angerboda. Sie ist laut Edda Lokis Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder. Kinder wie beispielsweise die Weltenschlange und der Wolf Fenrir. Wesen, die zu diesem Zeitpunkt bereits existieren und dessen Existenz sich nur durch Zeitreisenonsens erklären lässt. Nein, nein! Das ist falsch. Junge wäre noch immer gut bei Gamesünden. Hey, wird schon gut. Alles wird gut. Hey, sieh mich an. Hast du es mal mit ranpinkeln versucht? Du kannst mir helfen und ich bringe dir was bei. Weißt du? Riesendinger. Riesendinger.
Und nun, Ladies and Gentlemen, kommen wir zum besten Part des Games. Identify yourself, who the fuck are you? Hi. Moin. Scheiß mal auf Kratos, Odin und Ragnarök, ja? Wir verbringen jetzt ein paar schöne Stunden mit Boy und Anaconda im Wald. Und God of War typisch natürlich füttern wir Tiere, pflücken Gemüse, reiten auf Viechern und ab und zu müssen wir noch gegen Gegner kämpfen, ja? Und natürlich kämpft Anaconda mit Regenbogenfarben. Wow. Ich meine, sie ist eine Riesin mit verdammter Riesenmagie, aber sie benutzt Farben, weil sie ist ja eine Malerin, ne? Was hast du jetzt gedacht, Junge? Ne, aber ganz kurz mal im Ernst. Es ist cool, dass Boy sich in einen Wolf verwandeln kann. Ja, 10 von 10, Game of the Year. Aber ansonsten ist das wirklich der langweiligste Part im Spiel und hätte locker um die Hälfte gekürzt werden können. Goodbye. Aber jetzt im Ernst, es ist der beste Part im Spiel. Scheiß auf Kratos, glaubt Rob kein Wort. Tschüss. Oh! Wir sollten uns beeilen. Die sehen nicht wie normale Kerzen aus. Weil sie es nicht sind. Von hier verschwinden. Na dann, viel Glück. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Das fällt dir jetzt erst ein? Dafür, dass diese Riesenoma so riesig ist, kann sie erstaunlich gut schleichen. Du bist ein Nichts! Und niemand wird sich je an dich erinnern! Nicht einmal Loki! Du wirst nur ein vergessenes Kapitel in seiner Geschichte sein. Das ist leider ziemlich akkurat. Angerboda ist ein ziemlich unpopulärer Charakter in der nordischen Mythologie. Aber blick da mal durch. Was wird jetzt mit dir? Skip! Was hast du dir gedacht? Ich wollte Fenrir besuchen. Für 2 Tage. Ich... Lüg mich nicht wieder an! Junge war nicht nur 2 Tage weg, er trägt auch eine neue Rüstung. Das fällt Kratos allerdings nicht auf. Freya kommt, als Valkyrie getarnt, kurz vor einem Bosskampf vorbei, sieht, wie Junge sich verwandelt und entscheidet sich, nach etwas verärgert vor sich hinstarren, für einen Waffenstillstand mit den beiden, um sich später mit Kratos zu verbünden. Valplot. Dieser Durchgang war eben noch mit Gerümpel versperrt. Jetzt ist er wieder frei und man kommt hindurch. Der hier ist stark. Der Versuch, ihn zu töten, ist also nur deine göttliche Art, um Hilfe zu bitten? Ich erinnere mich nicht, dich hier gebeten zu haben. Brock wäre ausgezeichnet bei Gamesünden. Jetzt müssen wir Freya helfen und begegnen ihrem Bruder Freya. Der bekommt hier zwar einen coolen Auftritt, ist aber am Rest des Spiels ziemlich nutzlos. Außerdem, Brock läuft hier als Erster an Freyas Falle, wird aber nicht sofort von seiner Zwergenkumpeline erkannt. Eine ganze Stunde durch den Dschungel kämpfen, bevor wir unser Ziel erreichen. Welten, warum Wurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden? So hat er das geschafft. Das ist eine ziemlich komplizierte Art, eine Frau an sich zu binden. Es gibt einen Teil von mir. Der ist so voll. Voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Jetzt stellt euch mal vor, Social Media hätte es damals schon gegeben. Jeder, absolut jeder, wäre gebannt worden. Ich muss zugeben, ich mag dieses Spiel wirklich sehr. Aber die größte Sünde hier ist, dass es so unglaublich vollgepackt ist. Nicht nur ist der Plot irgendwann überquillt, einem wahnsinnig viele Feinde immer wieder in den Weg gestellt werden, sondern auch übermäßig viele Puzzle. Es stellt immer wieder neue Mechaniken vor und sobald man sich an eine gewöhnt hat, wird sie von einer neuen Mechanik abgelöst. Ganz zu schweigen von dem ständigen Loot-Spam, der das Looten so inflationär behandelt, dass Beute nichts Besonderes mehr ist. Es ist ja schön und gut, dass das Spiel immer wieder erfrischen will, aber es will ebenso alles unglaublich in die Länge ziehen. Da lobe ich mir doch den vorherigen Teil, der zeigt, dass weniger wirklich mehr sein kann. Wenn ihr meine überflüssige Senfdazugeberei loben wollt, wäre das ein guter Zeitpunkt, dem Video ein Like zu geben. Und damit zurück zur Story. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt. Skip!
Es ist meine Zukunft, mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann vertrau mir doch einfach. Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit. Es wäre tatsächlich einfacher, wenn Junge ihm die Wahrheit sagen würde, um weitere Missverständnisse vorzubeugen. Aber Loki ist halt auch ein Gott der Lügen und so geht das Ganze weiter, ohne irgendwo hinzuführen. Wegen Plot. Hör zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Wenn alle, die dir nahestehen, gegen deine Entscheidung sind, dann besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Entscheidung falsch ist. Aber erklär das mal einem Teenager. Ich bin's. Bewahre die Kontrolle. Gewalt gegen Zwerge. Komm schon! Er hat Junge gesagt. Nein. Jolie. Freya hat einfach so ihre Hausschildkröte zurückgelassen? Warum sollte sie sowas tun? Gehe ich jetzt hin? Du könntest nach Asgard gehen und für Odin einen Job machen, der nichts mit der Story zu tun hat, aber dennoch ein neues Gebiet, neue Charaktere und einen weiteren Subplot freischaltet, damit das Spiel weiter in die Länge gezogen werden kann. Junge hat gerade ein Kaminfeuer gemacht, damit er und die Schildkröte nicht weiter frieren müssen, lässt aber das Fenster neben dem Kamin sperrangelweit offen. In den alten God of War Spielen musste Kratos den Olymp hochklettern. Hier muss sein Sohn die Mauer Asgards erklimmen, was weitaus weniger spektakulär ist und sich wie Zeitschinden anfühlt. Die Autoren dachten sich, Heimdall ist hier nicht Arschloch genug. Lassen wir ihn einen Apfel essen, damit er mehr wie ein Arschloch aussieht. Loki, du bist da. Odin spricht Junge direkt als Loki an, obwohl er nicht wissen kann, dass sich Junge als Loki identifiziert. Es sei denn, Odin ist auch gleichzeitig Nicht-Tier, was Nicht-Tier aber auch hier und jetzt verraten hätte. Da Junge aber naiv ist, Nicht-Tier nicht anwesend und die Spieler nicht aufmerksam genug sind, sollte es zunächst keinem auffallen. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Er will dich verraten. Hm? Ist das wahr, Loki? Warum fragst du ihn, wenn du vor wenigen Sekunden sagtest, dass Heimdall für dich Gedanken liest? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Eigentlich nicht. Eigentlich will Odin, dass Junge für ihn Antworten findet, wie er später erklären wird. Und er wird Junge vertrauen, obwohl er weiß, dass man Loki nicht trauen kann. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten. Hättest du nicht machen müssen. Hättest nicht mal auftauchen müssen. Dann wäre jetzt auch Frieden. Deine Einmischung führt letztlich zu allen Ereignissen. Endlich mal eine Frau, die aussieht wie eine Frau aus den alten God of War Spielen. Sowas wird heute nicht mehr gemacht. In Videospielen. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Thors Tochter Thrud mag Junge, weil er ihren Bruder getötet hat. Richtet jemand her. Der Fußboden ist tatsächlich durch ihr Schwert beschädigt worden. Ist hier alles etwas anders als bei Resident Evil Village Fußböden. Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Odin muss in seinem Arbeitszimmer sehr beschäftigt wirken. Deswegen spricht er mit seinen Raben, als wäre er in einem Büro am Telefonieren. Hast du einen Namen? Ingrid. Ist das Tierfing? Das sollte laut nordischer Mythologie jetzt noch nicht existieren. Später sehen wir, dass es sich um Freyas Schwert handelt, was aber auch nicht hinhaut. Danke. Ich meine im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Du bist der Böse. Ich fühle Wissen. Wahrheit. Loki und Wahrheit? Echt jetzt? Wofür ist die kaputte Maske? Junge bekommt nun die Aufgabe, die restlichen Teile der Maske zu finden. Mittels dieser Maske. Bei der Maske handelt es sich allerdings um die Maske. Die Maske des Lokis, Gott des Unfugs und des Schabernacks, der die Maske erschuf. Man hat sie hier eingebaut, obwohl es keinen Sinn ergibt. Sie ist zudem nur ein sogenanntes Plot-Device, um Junge eine Beschäftigung für Odin zu geben. Eine zusätzliche Story in der Story, die am Ende sehr bedeutungslos ist. Obsidiani, Spether. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Junge kann eine Sprache, die der Allvater nicht kennt. Ja, nee, ist klar. Thor!
Komm mal her! Allvater. Man traut es Thor zwar nicht zu, aber er ist unglaublich gut im Hardcore-Schleichen trainiert. Die Maske dient auch als Wegweiser, was ebenfalls wenig Sinn ergibt, da die Level hier linear verlaufen und es immer nur einen Weg gibt, den man gehen kann. Hast du das von Odin? Nein. Also, ja, aber nicht. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Außerdem, wie kommt Angrebode eigentlich überall hin? Hat sie auch einen Schlüsselstein für die mystischen Tore? Oder träumt sie sich von Ort zu Ort? Oder geht sie durch die Zwischenwelt, wie die Zwerge? Oder kann es sein, dass die Autoren sie immer dann in eine Szene werfen, wenn der Plot es für nötig hält? Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Echt? Ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht. Es passiert so viel in diesem Spiel, dass es schwerfällt mitzukommen. Ganz zu schweigen davon, dass man ständig jemand anderen steuert und nun auch immer einen anderen als Gefährten dabei hat. Ganz schönes Durcheinander. Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Genau das würde ein Spion sagen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Ein anderes Thema kennt sie ja auch nicht. Cooler Übergang, aber woher hat Kratos jetzt das Messer? Ich suche keinen Krieg. Dann hättest du vielleicht Odins Angebot annehmen sollen, oder? Hier ist es. Ah, warum sind aller guten Dinge immer drei? Mimir ist wirklich ausgezeichnet bei Gamesünden. Wenn wir uns mit Freya auf dem Weg machen, die Nornen zu finden, müssen wir drei unterschiedliche Orte untersuchen. Und natürlich finden wir unser Ziel immer am dritten und letzten Ort. Kratos, Freya und Mimirs Kopf. Betreten das Heim der Nornen mit Zögern. Die werden jetzt nicht die ganze Zeit so reden, oder? Du wirst sterben, Kratos von Sparta. Wird er nicht. Die wollen euch bloß Angst machen. Die Protagonisten sind sprachlos. Sie verstehen nicht. Es gibt keinen großen Plan, kein Skript. Nur eure Entscheidungen. Und die sind so vorhersehbar, dass wir allwissend erscheinen. Aber Kratos hat nicht aus Hass gehandelt. Soll ich ihm also eine Krone geben? Er tötet weiter Götter, aber jetzt macht es ihn traurig? Er versteift sich auf den zweiten Akt und vergisst den letzten. Ein sehr häufiger Fehler in Geschichten. Diese Damen wären auch gut bei Gamesünden. Warum ist ja jeder gut bei Gamesünden? Ich mag deine Geschichte, Kratos. Schade, dass sie so bald endet. Nochmal, er stirbt nicht. Das ist nur Panikmache. Und es endet auch nicht bald. Wir haben noch locker 10 plus Spielstunden vor uns. Das ist die Schlinge, an der sich Odin in seinem endlosen Wahn selbst erhängt hat, um die Geheimnisse von Leben und Tod und was weiß ich noch zu ergründen. Was tust du? Sie ist ein besonderes Objekt und wichtig für Odin. Vielleicht finde ich Verwendung dafür. Mit anderen Worten, es ist ein Questobjekt für Freya. Hol Dröpnir her. Dröpnir, aber wir brauchen ihn. Die Vorräte. Ach, wir haben genug. Mehr als genug. Selbst wenn. Dröpnir ist keine Waffe. Warum sollte... Oh, du meinst, wir verbinden ihn mit... Ganz genau. Und wenn er dann... Macht er... Verdammt, das ist brillant. Wie die Zwergenbrüder einfach spoilerfrei darüber reden, was sie machen werden, damit Kratos Heimdall besiegen kann und keiner weiß, was sie meinen. Der perfekte Anlass, um etwas zu erwähnen, was wir schon oft in diesem Spiel gesehen haben und auch noch sehen werden. Die Kamera. Die Art, wie alles inszeniert wurde. Wenn es einen Oscar für Videospiele geben würde, mit den gleichen Kategorien wie bei den Oscars, hätte dieses Spiel den Oscar für die beste Kamera gewonnen. Oh, du wirst mir fehlen, Kleiner. Oh, jemand hat Herr der Ringe gesehen. Was zum... Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten. Die haben dem Loading Gate tatsächlich ein Loading Gate verpasst. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Das ist keine Schmiede, das ist eine Katzenfischfrau. Und sie schmiedet nicht, sie zaubert uns eine neue Waffe zusammen. Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern. Sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Emotional Damage! Nach 2 Dritteln der Story bekommen wir eine neue Waffe, wie im vorherigen Teil, wo wir 2 Drittel mit der Axt gekämpft haben und dann erst die Chaosklingen nutzen konnten. Ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Warst du nicht? Gib mir meinen Sohn.
Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Und was, ein Gott, ist das? Der Gott des Krieges, dem du Frieden anbieten wolltest und dann alles dafür unternommen hast, dass es keinen Frieden gibt, was so nicht funktioniert? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt, angebetet, geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nochmal, er ist der Gott des Krieges, nicht der Liebe. So funktionieren Götter nicht. Es lässt sich ja ahnen, dass wir jetzt den nächsten Flashback mit Faye bekommen. Und da ist auch schon. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Oh, wenn du wüsstest. Für den nächsten zeitverschwendenden Loki muss seine Maske finden Abschnitt darf Junge mit Thrud nach Helheim. Und Heimdall ist auch mit dabei, obwohl er komplett überflüssig ist und sich sowieso nicht an der Suche beteiligt. Hey, das ist Garm, der Hund von Hel. Wie kann der... Ach, egal. Die haben hier eh schon die ganze nordische Mythologie umgekrempelt. Da. Wie kann der da drauf gelegen haben? Das ist doch unbequem. Du unfassbar! Unfähiger Volltrottel! Du hättest ihn auch einfach begleiten können, so wie du es solltest. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Und wie willst du es erklären? Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Du warst am falschen Ort und hast versehentlich Garm befreit, weil du den Text auf der Maske falsch gelesen hast. Alles wegen, ja, dem Plot. Durch die Befreiung von Garm haben sich Weltenrisse geöffnet, durch die Feinde aus Helheim in jede Welt gelangen können und dir das Spiel dadurch noch mehr Gegner in den Weg stellen kann, um es noch mehr unnötig in die Länge zu ziehen. Deus Ex Machina, Buch fucking stäblich. Wie nenne ich dich? Junge? Da war ein Wolf in Hel. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Und du dachtest, dass es eine gute Idee wäre, einen buchstäblichen Höllenhund zu befreien? Du bist naiver, als ich dachte. Die Weltenrisse, durch die Helläufer aus Hel in alle Welten gelangen können, öffnen sich auch in Hel. Weißt du Bescheid? Garm überlebt dies. Fan? Bist du's? Oh! Der Scheiß funktioniert. Junge hat Fenriers Seele einfach in Garms Körper gepflanzt. Weil Scheiß auf die Edda. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Alles ist möglich mit Magie. Also mach dein Gehirn aus. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding. Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Mimir bestätigt meine vorherige Aussage. Die Maske ist nur da, um Junge zu beschäftigen und führt tatsächlich zu rein gar nichts. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Kratos will Heimdall jetzt doch nicht mehr töten, nur um ihn später doch zu töten. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hildisvini! Das war, als wir Freya im Wald trafen. Der Keiler aus dem vorherigen Teil ist jetzt ein Mensch, aber leider auch nur ein nutzloser und überflüssiger Charakter, der jetzt mit in den Plot geworfen wird. Wenn ich das tue... Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Aber er tut doch gerade genau das, was geschrieben steht. Obwohl zuvor gesagt wurde, dass nur weil etwas prophezeit ist, es nicht bedeuten muss, dass es auch eintritt. Es ist unglaublich, wie oft sich dieses Spiel immer wieder selbst widerspricht. Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Die haben Sprengstoff? Jetzt wechseln wir wieder unseren Begleiter, um mit Freya ihren Bruder zu befreien. Der wurde gefangen, damit wir noch länger mit dem Spiel beschäftigt sind. Die Schnittstelle von dem Boss, den wir vor Tagen getötet haben, ist noch immer am Glühen. Praktischerweise taucht Heimdall jetzt hier auf, obwohl er keinen Grund dafür hat. Meinst du könntest einfach weggehen? Ich habe so ein bisschen Ritter der Kokosnuss-Flashbacks, wo der schwarze Ritter alle Gliedmaßen verliert und trotzdem weiterkämpfen will. Jetzt müssen wir noch einen sehr chaotischen Kampf gegen die Einherjer bestehen, um Freya zu retten, weil Odin ihn töten will, obwohl er ja eigentlich andere Probleme hat. Ein magisches Faltboot, welches auch fliegen kann, zur Flucht nutzen, ist sogar für ein Fantasy-Game etwas zu praktisch.
Hyrgir! Nein! Für Vanaheim! Oh nein, ein random Charakter, den wir nicht mal kannten, hat sich gerade geopfert. Würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Cool, dann kannst du dort ja weiter nutzlos sein. Zusammen mit Nichttier. Absolutes Dreamteam. Odin war nur zufrieden bereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Deswegen müssen bei jeglichen Vereinbarungen alle Parteien allen Bedingungen im gegenseitigen Einverständnis zustimmen. Sonst entsteht kein Vertrag. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Und Heimdall ist ja auch tot. Der war die größte Gefahr für Junge. Man könnte ihn also unbesorgt gehen lassen. Falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt, dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja, und sobald er hat, was er von dir braucht, habe ich kein Druckmittel. Aber Odin hätte ein Druckmittel, und zwar den Jungen. Ach, ist das alles kompliziert und widersprüchlich hier. Fenrir will scheinbar Stöckchen holen spielen. Hey, wie hast du mich gefunden? Loki? Das ist meine Murmel. Ja, aber das beantwortet die Frage nicht. Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Da regt mich alleine schon die Frage auf. Es gibt hier nur eine Person, die dafür bekannt ist, Götter zu töten. Was soll diese Scharade? Komm zum Punkt. Das vermisst hab. Für diese geniale und unerwartete Massenschlägerei in der Methalle muss ich nochmal ein paar Punkte abziehen. Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Charakterentwicklung nach Familiendrama-Art. So, jetzt noch schnell die Maske vervollständigen, damit dieses lose Ende auch zusammengebunden wird, bevor es ins Finale geht. Diese Maske, die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich, Abkürzungen haben ihren Preis. Um ehrlich zu sein, wäre ich ganz froh, wenn die hier mal Lack machen könnten, anstatt die Nummer noch weiter hinauszuzögern. Die Sache stinkt. All diese Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie, dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey, ich rede mit dir. Hältst du jemals den Mund? Das ist das erste Mal in der Geschichte der Videospiele, dass jemand stirbt, weil er unglaublich gut bei Gamesünden ist. Außerdem, Nicht-Tier war die ganze Zeit Odin und Nicht-Tier, wie bereits erwähnt. Allerdings bleibt die Frage nach dem Verbleib des echten Tiers noch immer unbeantwortet. Lebt er überhaupt noch? Und warum fragt sich das keiner? Weder jetzt noch später. Wir sind raus. Kratos schmeißt kurz vor dem Ziel das Handtuch, obwohl er es nicht schmeißen wird. Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. So sehr ich Sindris Charakterentwicklung vom Hygienebesessenen zum Ich-scheiß-auf-alles-Typ zu schätzen weiß, so muss ich ihm hier widersprechen. Kratos und Junge haben nicht nur genommen. Sindri und Brock haben ihnen alles Mögliche gegeben, ohne dass sie jemals danach gefragt haben. Und was die Upgrades von Waffen und Rüstungen angeht, die wurden immer bezahlt. Was ihr tun könnt, ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Klingt nach Kommunismus. Stoß die hier rein. Und ich werde euer Monster. Auch der Scheiß funktioniert, obwohl er als Ragnarök nicht wirklich von großem Nutzen sein wird. Nur sehr groß und nutzlos. Was meinst du, wie lange das dauert? Wahrscheinlich noch ein Weilchen, weil uns das Spiel noch diese beiden Valkyrenbosse in den Weg stellt. Ah, pünktlich nach dem Bosskampf. Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Valkyren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Nicht nur unglaublich praktisch, dass die Valkyren mit Magie wiederbelebt werden konnten. Ihr habt sie zudem auch zu Schildmeiden degradiert. Ein letzter Flashback mit Faye, bevor endlich das Finale losgeht. Was für ein guter Übergang.
Bevor Ragnarök losgeht, bekommt Kratos noch eine neue Rüstung. Gratis. Ist allerdings dieselbe, die Kratos schon zu Beginn hatte. Nur mit einem anderen Skin und besseren Stats. Da hätte man sicher das Upgraden sparen können. Odin hat uns allen schon so viel genommen. Die Welten haben gelitten. Es reicht. Was es auch kostet. Das endet. Heute. Motivierende Rede-Klischee. Die Dunkelalben klingen wie Helikopter. Da möchte ich am liebsten Fortunate Son dazu abspielen. Oder auf verdammte Zeit, dass er kommt. Mal ganz davon abgesehen, dass dieser riesige Lavagrut nichts ausrichtet. Schändet ihn nicht! Wir sind Freunde. Freunde bringen einem nicht das Ende der Welt vor die eigene Haustür, Loki! Da muss ich ihr zustimmen. Sowas macht man nicht. Odin ist gewillt, die Bewohner Midgards zu opfern. Er hat sie zur Abschreckung an der Mauer aufgestellt, weil sie nicht kämpfen können. Ihre Tode sollen uns einfach nur verlangsamen. Warum sollte er das tun? Und warum sollte ich dir überhaupt glauben? Weil er recht hat. Nicht nur, dass Sif plötzlich und mit perfektem Timing hier auftaucht, sie setzt sich sogar für Junge ein, obwohl sie zuvor gegen ihn gewesen ist und Thor auf ihn hetzte. Nachdem Odin Thor getötet hat, müssen wir nun einen mehrphasigen Bosskampf gegen ihn bestehen. Der ist zwar ganz interessant, aber ich habe hier eindeutig mehr erwartet. Ich hoffe, du hast bekommen, was du wollt. Noch nicht. Oh, Freya hat endlich ihr Questobjekt genutzt. Bringt aber auch nicht viel. Nur er kann die Maske tragen. Und nur er erblickt die volle Wahrheit der Schöpfung. Er löst die Rätsel von Leben und Tod. Kein Zweifel, keine Verwirrung. Es ist deine Bestimmung. Setz sie auf, Loki. Stell dir die Frage. Lieber nicht. Die Antwort ist mit Sicherheit 42. Nein! 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 Nein. Ich muss wissen, was als nächstes geschieht. Ich höre niemals auf. Warum musstest du das sagen? Hättest du das bloß nicht gesagt. Jetzt musste ich Junge in eine Murmel speichern. Es gibt keinen Bosskampf gegen Ragnarök. Ich möchte dir etwas zeigen. Komm, das musst du dir ansehen, Klischee. Junge verlässt seinen Vater, um die Riesen zu finden und Kratos ist traurig. Hier stehen ihm auch wieder die Tränen in den Augen. Ungewohnt, einen Kratos zu sehen, von dem wir nur ein Gefühl kennen. Zorn. Und jetzt ist er ständig traurig und das macht mich traurig. Aber wer sagt denn, dass starke Männer nicht auch Emotionen haben dürfen? Es gibt viel zu tun. Wieder aufzubauen. Wollt ihr mir helfen? Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ganz zum Schluss gehen wir zu Borgs Beisetzung. Sindri ist auch da. Er ist zornig. Und traurig. Dann verschwindet er. Jetzt bin ich noch mehr traurig. Warum müssen diese Spiele heute alle so traurig sein?